بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Das Coronavirus ist in aller Mund und damit werden natürlich auch einige Fragen aufgeworfen. Jemand hat mich darüber gefragt, beziehungsweise hat mir einen Ausschnitt geschickt aus einem historischen Buch, in dem davon die Rede war, dass die Menschen im Fall einer Pest oder sich ausbreitenden Krankheit, sie hatten ihre Häuser verlassen und sich in den Moscheen zurückgezogen und ihre Zeit dort verbracht. Nun, warum macht man das denn nicht heute? Das ist eine Frage, die einige aufwerfen. Man muss aber verstehen, es gibt diverse Einstellungen, diverse Ansichten, diverse Verhaltensformen, die wir bei den Klassikern sehen können oder in den klassischen Werken sehen können, in den historischen Werken. Bestimmte Einstellungen, die Menschen hatten, man muss ihre Hintergründe verstehen oder einige ihrer Hintergründe. Diese Einstellungen können manchmal auf Erkenntnisse gegründet sein, die Medizin betreffen oder sonstige Wissenschaften, Erkenntnisse ihrer Zeit. Das ist enorm wichtig zu begreifen. Denn nicht alle Ahkam des Fiqh, also diese Rechtsurteile oder Rechtsaussprüche, die wir im Fiqh lernen, gründen immer nur auf Rechtsquellen der Scharia. Manchmal sind sie ein Komplex bestehend aus Ahkam der Scharia und Erkenntnisse beispielsweise der Medizin. Die Aufgabe des Faqih ist dann sozusagen, entsprechend der medizinischen Erkenntnis seiner Zeit, das zu vereinbaren bzw. eben zu analysieren, wie das dann mit dieser Erkenntnis im Fiqh geregelt wird. Das heißt, ist diese Erkenntnis nicht richtig, dann muss auch der Hukum, dieses Urteil, das Rechtsurteil, geändert werden, wenn sich herausstellt, dass dieses Urteil nicht richtig ist. Und die Fuqaha sind darin auf keiner Weise schuldig oder sie werden deswegen nicht diffamiert, denn sie haben lediglich die medizinische Situation oder die medizinischen Erkenntnisse ihrer Zeit übernommen und damit gearbeitet. Das heißt, wenn sie falsch lagen, ist das überhaupt nicht weiter schlimm, yani. Dieser Fehler ist kein Fehler in der Scharia. Dieser Fehler basiert einfach auf eine falsche Erkenntnis. Und dafür gibt es viele Beispiele. Problematisch wird es aber dann, und enorm problematisch, wenn dieses Material weiterhin bis heute übernommen wird, ohne es zu verändern, ohne es nachzuprüfen, ohne diese Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, medizinischen Erkenntnisse anzupassen. Yani, wir haben heute teilweise in unseren Kulturen immer noch extrem veraltete medizinische Traditionen, die zurückzuführen sind auf griechische Medizin. Vielleicht kennt der eine oder der andere das noch aus dem Haushalt seiner Eltern. Manchmal sprechen sie darüber, dass dieses Nahrungsmittel kalt sei und dieses hätte einen heißen Einfluss auf den Menschen und die vier Flüssigkeiten. Das alles ist uralt, nicht mehr aktuell. Und wir haben teilweise auch derartige Sachen in den Rechtsbüchern des Fiqh. Wie gesagt, das ist kein Mangel des Fiqh, sondern der Fiqh passt sich einfach an, beziehungsweise profitiert und richtet sich einfach an die medizinischen Maßstäbe und Erkenntnisse seiner Zeit. Nun,
Ich gebe euch ein Beispiel, bevor ich zur Pandemie komme. Und ich nehme mal an, dass die meisten da sowas noch nie gehört haben. Wir haben in den Büchern des Fiqh die Frage, da wird die Frage behandelt, wie lange denn eine Frau schwanger sein kann. Warum interessiert die Fuqaha das? Die Fuqaha, für die, die es nicht wissen, das sind die Rechtsgelehrten, die Gelehrten des Fiqh. Warum interessiert sie diese Frage, wie lange eine Frau schwanger sein kann? Ganz einfach, um festzustellen, wann ein Kind beispielsweise dem Ehemann zugeschrieben wird. Es gibt ein Mindestalter oder eine minimale Zeit der Schwangerschaft dafür, dass ein lebendiges Kind zur Welt kommt, auch wenn es eine Frühgeburt ist, 6 Monate bei den Fuqaha. Und dann gibt es ein Maximum und darin sind sie sich uneinig. Aber das Interessante ist, dass die meisten in vielen Madahib folgende Zahlen gelten. Manche haben gesagt 4 Jahre. Manche haben gesagt 2 Jahre. 4 und 2 Jahre, wenn ich mich nicht irre, sind das so die gängigsten in den alten Büchern des Fiqh. So, was ist daran jetzt so fatal? Unabhängig davon, dass das natürlich nicht mehr für, also wir wissen heute, dass das nicht richtig ist. Aber was hatte das denn für Folgen in den Rechtsaussprüchen? Ganz einfach. Nehmen wir mal an, eine Frau oder ein Mann heiratet eine Frau. Er verkehrt mit ihr und dann geht er fort. Er ist dann fort für, sagen wir mal, 2 Jahre. Und man geht davon aus, dass eine Schwangerschaft bis 4 Jahre andauern kann. So, jetzt kommt er zurück und dann nach einen Monat nach seiner Ankunft, nein, nicht einen Monat, sagen wir, am selben Tag, an dem er ankommt, entbindet seine Frau. Nun, wenn wir sagen, das Maximum der Schwangerschaft sind 4 Jahre, dann besteht überhaupt kein Zweifel daran, beziehungsweise er darf es nicht anzweifeln und anfechten, dass das sein Sohn ist. Dieses Kind ist nämlich während seiner Ehe zustande gekommen, in einer Phase, in der eine Schwangerschaft möglich ist. So, können wir das heute noch übernehmen? Wir können das nicht mehr übernehmen. Und es gibt dafür einige Beispiele. Medizinische Ahkam, die auf medizinische Erkenntnisse aufbauen, sind teilweise veraltet. Und sie werden immer noch übernommen und teilweise immer noch an den Universitäten und in der Universitätsliteratur übernommen. Und das ist das Problem, wenn man extrem weltfremdlich ist. Ich meine mit weltfremdlich, yani was die Erkenntnisse, die aktuellen medizinischen Erkenntnisse und so weiter angeht, die unumstritten sind. Ich rede nicht mal von Theorien oder so. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Und jetzt kommen wir zur Frage der Ansteckung. Die Frage der Ansteckung ist auch so eine Sache. Ich habe in ein oder zwei Beiträgen bereits erwähnt, dass ich sage nicht alle, das würde wahrscheinlich nicht stimmen, aber dass es bei den Klassikern diesen Diskurs gab, ob es Ansteckungen gibt. Und es gab eine Menge von den Ahlul Ilm und auch hierin sind sie entschuldigt, yani. Denn Allah Ta'ala verlangt und bürdet einer Seele nicht mehr auf, als sie tragen kann. Sie haben nicht die Mittel gehabt, um das genau und abschließend festzustellen. Und es gibt keine expliziten, definitiven Texte in dieser Sache. Und daher, wir haben einige Texte, die, ich sag mal, für den einen oder anderen, sehr wahrscheinlich für eine Ansteckung sprechen. Wir haben zum Beispiel den Hadith, in dem der Prophet, der ist bei Muslimen überliefert, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbat, kranke Tiere, kranke Kamele und so weiter, mit gesunden Kamelen unter ein
unter ein, ich sag mal, Dach zu bringen. Und er sagte in einem Hadith, Firra min al-Majzum, firaraka min al-Asad. Flüchte vor dem Majzum, wie du vor einem, al-Majzum ist eine, al-Jaza, das ist eine Krankheit, flüchte vor ihm, wie du vor dem Löwen flüchtest. Und der bekannte Hadith, der gerade sehr viral ist, wenn in einem Ort, in einer Ortschaft die Pest oder die Krankheit ausbricht, dann soll man sich nicht mehr in diese Ortschaft begeben und auch nicht mehr aus ihr herausgehen. So, diese Texte scheinen ja für die Ansteckung zu sprechen, aber wenn wir uns jetzt mal die Kommentare in den Klassikern anschauen, dann werden wir sehen, dass es den Diskurs gab, was denn hiermit gemeint ist. Da wir zum Beispiel einen Text haben, in dem der bei Muslimen ist, wenn ich mich nicht irre gerade, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La adwa wa la triyara. La adwa. Keine Ansteckung. Was ist aber hiermit gemeint, keine Ansteckung? Wie bringen wir das zusammen mit diesen Ahadith, in denen sehr wahrscheinlich, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit von der Ansteckung die Rede ist? So, jetzt gab es einen Diskurs unter den Ahlul Ilm. Die einen sagten, damit ist lediglich gemeint, also mit diesen Texten, die den Anschein haben, dass es Ansteckung gibt, damit ist lediglich gemeint, dass man soll das nicht tun, damit es nicht zu, man soll das nicht tun, damit es nicht zu, zur Waswasa kommt. Damit es nicht zu Einbildungen und Illusionen kommt, falls man auch krank wird, dass es deswegen daraus resultiert, weil ich mit den Kranken unter einem Dach war. Und damit es nicht zu diesen Gedanken kommt, zu diesen Waswas oder Waswasa, diesen Illusionen, Einbildungen, soll man das meiden. Das heißt, man soll es gar nicht meiden, weil es tatsächlich zu einer Krankheit kommen kann. Das heißt, wenn wir dann konsequent sein wollen, wenn man konsequent sein will. Ich sage nicht, dass sie das erlauben. Die Hadithe sprechen von einem Verbot. Also sie verbieten es. Man soll das nicht tun. Aber sie sagen, das ist nicht wegen der Krankheit. Das heißt, wenn man einen AIDS-erkrankten Partner hat, dann aus gesundheitlicher Perspektive würde nichts dagegen sprechen, mit ihm zu verkehren. Es sollte aber dennoch gemieden werden, damit, falls man krank wird, nicht der Illusion verfällt, dass es wegen der Ansteckung war. Das ist die eine Position bei ihnen. Und manche von ihnen, und das ist die Position von vielen Klassikern, wie von Ibn Jarir und Ibn Jarir, glaube ich, Al-Tahawi und Imam Malik, sie hatten diese oder ähnliche Position. Es gab auch einige wenige, oder ich sage mal nicht mal wenige, weil das erfordert natürlich, dass man all diese Personen und die Persönlichkeiten und ihre Einstellung verfolgt. Das ist natürlich nicht so einfach. Aber es gab auch einige, die die Position hatten, dass es die Ansteckung gibt, aber dass es natürlich auch die Ansteckung unterliegt, aber auch den universalen Gesetzen Allah Ta'ala und seinem Willen und seiner Entscheidung. Aber was ich damit aber nur zeigen will, ist, dass mögliche Verhaltensmuster, die wir in der Geschichte finden, auf derartige Erkenntnisstände zurückzuführen sind. Und daher, das muss man berücksichtigen, das abzulehnen ist Sturheit. Und wenn man sagt, das alles ist nicht richtig, dann soll man konsequent sein, auch bei Sachen wie AIDS oder Schlimmerem. Und ich glaube, darauf würde sich keiner mehr einlassen heute, nachdem wir wissen, dass diese Krankheiten sich übertragen können. Und keiner würde heute noch annehmen, dass seine Frau 4 Jahre lang schwanger war, in seiner Abwesenheit,
Das heißt, es ist nicht verwerflich, diese Irrtümer in der Medizin, das ist kein Irrtum in der Scharia, das ist ein Irrtum in der Medizin gewesen. Nur mal eine Klarstellung, nicht, dass jemand sagt hier, das ist ein Angriff der Scharia. Nein, das ist ein Irrtum in der Medizin gewesen. Und die Fuqaha haben damit gearbeitet. Und genauso sollten die Fuqaha heute mit den medizinischen aktuellen Erkenntnissen arbeiten und nicht mit den medizinischen Erkenntnissen aus dem ersten, zweiten oder dritten Jahrhundert. Das ist nun mal ein kleiner Denkanstoß. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.